So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche in der Halloween-Edition, wie ihr seht. Aber die Maske muss ich dann abnehmen, weil ich sehe nichts, ihr hört nichts, ich kann nicht sprechen, man merkt es ja. Außerdem ist die Fluppe gleich zu Ende. Wir haben aber noch einen Stargast. Wir haben hier wieder mal den Sören. Der Sören, der wird angemacht. Der Sören wird ins Regal hinter uns gestellt. Ein letztes Mal Sören als Stargast dabei. Dann wünsche ich euch ein schönes Halloween-Fest, denn das hier wird am Donnerstag online kommen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Video, mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche bei Moonlight, der ist Glücksfreund mit mir geworden, das war richtig cool, denn der hat mir auch geholfen bei dem Bisafloor Giga Dynamax Raid, ist Glücksfreund geworden dadurch. Ihr müsst nur bei den Giga Raids mitmachen, dann werden wir glücklich, ich werde glücklich, dass ich es schaffe durch euch, denn ohne euch bin ich nix und so weiter. Moonlight, danke dafür also, haben wir schon getauscht, ich weiß es gar nicht, war bestimmt wieder was Sinnloses. Sind wir noch Glücks? Ich muss mal wieder meine Glücksfreunde gucken, ich verliere den Überblick. Miku hat ein Bild geschickt aus einer Gruppe hier, die Spoofer-Logik. Das fand ich auch lustig. Das Meme haben wir schon so oft gesehen, aber jetzt in der Spoofer-Logik das Meme. Nenn mich nicht Spoofer, ich habe noch nie in meinem Leben gespooft. Kein einziges Mal. Ja gut, manchmal spoofe ich aber an Community Days oder am GoFest oder an den Wochenenden oder... Nee, warte. During the week... Days, also manchmal auch während der Wochentage und an jedem Wochenende. Aber nein, ich bin kein Spoofer. Also, das finde ich lustig, das musste man mal hier mit reinnehmen. Dann bin ich mit Heiko Glücksfreund geworden. Mit Ninel Glücksfreund geworden. Dann hat Ninel mir ein Froxy geschickt. 100% mit Kostüm. Hat sie dekoriert, ne? Ninel ist ein richtiger Halloween-Fan. Seid ihr auch Halloween-Fans? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Skinny... Der hat, irgendwas hat er nicht geschafft, war es Bisafloor oder so, oder Glurak, hat er nicht geschafft, aber Turtok, Giga, hat er geschafft, hat er sich dann rübergetauscht auf den großen Account und es ist ein 100% Glücks Giga Dynamax Turto geworden. Und mein neues Ziel ist es jetzt, alle Giga Dynamax einmal selber zu machen und dann im Mirror Trade Lucky zu erhalten mit guten IV und dem hässlichen Hintergrund. Denn die sind so groß und fett, dass der Hintergrund ja nicht stört. Und wenn da noch ein gutes bei rauskommt, okay. Kämpfen werde ich aber weiterhin voraussichtlich mit den Dynamax Pokémon, denn da kannst du mit den Attacken viel mehr machen, als bei den Giga Dynamax, die feste Attacken haben. Wer das noch nicht wusste. Hier sieht man das nochmal direkt. Hier sieht man das nochmal direkt. Richtig cooles Bild, also dieses Giga Dynamax Turtok. Dann bin ich mit Cutter Glücksfreund geworden. Winged Hussar Glücksfreund geworden. Den sehe ich ab und zu mal, wenn Raid Day ist, durch den Park schlendern mit Fusseltchen. Hab beide bei Campfire angeschrieben, aber irgendwie checken die Leute Campfire nicht. Ich auch nicht. Ist irgendwie richtig hässlich. Deswegen, sobald man einmal einen hat, immer in WhatsApp rein oder Telegram, dann hat man besser Kontakt. Alex, Glücksfreund geworden. Kaiser Kai, seine Ausbeute vom Wochenende, er ist ziemlich zufrieden. Hat hier ein Shiny Galamakabaya bekommen und ein... Ihr müsstet das nicht eigentlich... Hat er nicht ein Shiny Giga Turtok bekommen? Das sieht aber hier so normal aus. Ne, es ist ein Shiny. Das ist ein Shiny Giga Turtok. Mach mal weiter. Net Ghost. Da ist man auf Giga Döner Tour in Meiningen und bam, endlich das Shiny, was mir fehlt, zur Ruhe mitgenommen in Meiningen. Blaue Haare. Bollmann, Glücksfreund geworden. War das jetzt vom Stefan Landei? Ich weiß es nicht mehr. Bitte meldet euch, ne? Einfach mit, Glücksfreund geworden. Bin ich das nicht selber? Bitte melde ich mich bei mir selber. So, dann. Miku hat ein Rüstungs-Mewtwo gewonnen bei unserem Gewinnspiel. Wir haben auf 3 Sterne gelevelt, damit wir nicht wieder für 1 Million Staub tauschen müssen. Jetzt habe ich sie ihm endlich rübergetauscht. Es war von 2019, es ist leider nicht lucky geworden. Beim letzten Mal hat das geklappt, bei ihm hat es jetzt nicht geklappt. Total mies, aber trotzdem danke. Jetzt fehlt nur noch der Jason und dann habe ich alle 4 los. Alexander Ahringer, endlich Shiny zur Ruhe in Pokémon Go. Endlich Shiny Vulpix mit Kostüm in Pokémon Go. Endlich Shiny Bouts mit Kostüm in Pokémon Go. Dann Stefan Landei hat ein Bild rein. Muhaha.
Das fand ich lustig. Die Giga Dynamax Raids haben ja viele nicht geschafft. Sie waren einfach zu wenig und haben gesagt, wir sind Dorfspieler, wir sind 3 Leute. Wir werden das gar nicht schaffen können. Das funktioniert gar nicht. Da gab es so einen Fake-Post, so einen Scherz. Haben wieder manche gar nicht erkannt, dass es ein Chat sein soll. Introducing Pokémon Go Player Bundles. Du kannst jetzt also ganze Pokémon Go Player Bundles bestellen. Na, Yandex schickt dir dann einen ganzen Laden, eine ganze Lastwagenladung voll Pokémon-Spieler in deine Stadt. Je nachdem, welche Preisklasse du bezahlst, kriegst du halt Low-Level-Spieler, Gelegenheitsspieler oder richtige Nerds mit unendlich viel Staub und den besten Kondern der Welt, aber die sind dann teuer. Stellt euch vor, es ist Raid Day, ihr seid alleine, ja, und ihr bestellt bei einer Yandex einfach eine Ladung Pokémon Go-Spieler, dann kommt ein ganzer LKW angefahren, 50 Mann hinten kommen raus aus von der Ladefläche runter und dann spielen die mit euch den Raid Day. Das ist doch lustig, aber das ist auf jeden Fall nicht echt und auch kein Ernst. Immens Jens, Glücksfreund geworden, Kuseli alles zusammengefasst auf ein Bild. Traunfugil, Quabbel, Choupette, Choupé, Panzer und Adeboom. Alles Shinies, die hier dabei sind. Shinaya mit dem Shiny Zipurze und Zorua. Margo FedEx auf dem 1-Kommandant-Account Schöne WP 666 ist ein Shiny Dynamax Nebulak. Erkennt man hinten am Symbol. Von den Giga Dynamax hat er selber dann 2 Bisaflor-Shiny bekommen und ein Glurak-Shiny. Das ist auch fett. Dann hier nochmal ein Shiny Giga Dynamax Nebulak, aber ohne die heftigen WP. Patrick Carter müsste auch ein Dynamax Nebulak sein in 100%. Das ist cool deswegen. Das Feature ist vielleicht irgendwie komisch, aber man kann neue Ziele und kostenlos raiden und neue Ziele haben. Das finde ich doch gut. Saniel Dilling, 100% Borki für Raid am Mittwoch. 100er Ray endlich durch Trade mit Borki bekommen. Glückwunsch dazu. Ein sehr geniales, starkes, nützliches Pokémon, auch mit Mega-Entwicklung. Was jeder haben will, am besten in 100%. Eine dünne Apfelschnur hier dabei, aber ist für mich nicht Schocker der Woche, denn das hat ja mittlerweile fast jeder. Eiskorb Jens ist fast wie ein 98er, wenn man das 100er raidet. 1, 1, 2. Versteht ihr? Fand ich auch lustig, das Bild. Zweimal Platz 1, fehlt nochmal Platz 1, dann wäre es 100%, aber Platz 2 beim letzten, also naja, ist wie ein 98er, wenn man das 100er sucht. Ab ins Tierheim, das habe ich nicht gecheckt. Meine 100er und Shinies bei Ab ins Tierheim. Wenn ich da gucke, steht doch aber da schillernd und auf dem anderen auch schillernd. Hat er jetzt vergessen, die 100er zu schicken oder hat er gar keine 100er gehabt? Es sind doch nur Shinies, meine 100er und Shinies von Ab ins Tierheim. Aber wir sehen Makabayas, Giratina, wir sehen Lichtel und Mauzis, wir sehen nochmal Danza, Monozyto, Wolli. Aber wo sind die 100er? Gab keine. Oder vergessen zu schicken. Denn das nächste Bild sind dann die 100er von Fein Lecker Bier. Nebulak, Rotomurf, Macholo zweimal. Shiny, Felilu. Und die 100er von Evenburg Sheriff. Auch zweimal Macholo, Nebulak, Rotomurf und ein Lamus dazu. Wenn die alle wild sind, kann man die natürlich auf verschiedenen Accounts direkt fangen. Vorausgesetzt, man hat mindestens Trainer Level 30. Dann sind ja die wilden IV immer gleich, da kann man sagen, hier sitzt ein 100er und alle, die Level 30 sind und fangen das, haben dann auch dieses 100er. Dann Zapdos Annika schickt auf dem Arctos Dani Account ein 100% Quaff Quaff, ein getauschtes 100% Bisa Sam Lucky zur Ruhe in Shiny, dann Nassim, musste ich so machen, Shiny Volley, Shiny Unra Tytox, Cumulus, 100% Sankabu. Ist das aus dem Feldforschungsdurchbruch? Habe ich heute früh eins gefangen? Finde ich cool. Ah ne, warte mal. Doch, nee. Nee, war glaube ich eine Feldforschung. Egal, Sankabu finde ich cool. Ist auf jeden Fall ein schönes Pokémon. Dann Cumulus nochmal. Plinfa. Shiny, erkennt man kaum. Aber in der Halloween-Location sehr schick. Froxy mit Kostüm. Hier 100er dabei zur Ruhe. Shiny natürlich. Nicole Müller. Ich sortiere ja mal aus, was ist gut, was ist nicht gut. Freut mich, dass sie überhaupt was sendet. Aber die Sachen, die sie gesendet hat, waren jetzt weitestgehend eigentlich uninteressant. Ich habe trotzdem das mal so mit reingenommen, weil... Hi Ramses, ich und mein Sohn haben heute getauscht und dreimal Glück gehabt. 3 an einem Tag hatten wir noch nie. Wer regelmäßig 100 Pokémon täglich hin und her tauscht, der wird auch erleben, dass er mal 4 oder 5 Luckys da drin hat oder sogar noch mehr. Bei ihm so, beim Sohn waren es Plinfer, Bautz und Irbis. War kein 100er dabei. Aber er hat noch einen Shiny-Irbis bekommen. Und bei ihr war es Irbis, Bautz und Plinfa. War auch kein 100er dabei.
aber sie hat einen 100% Nebula Giga, ein Dynamax 100er Nebula auch sich geholt. Und das ist cool. Das sieht gut aus. Deswegen habe ich das auch noch mit reingenommen. Das waren jetzt schon die Highlights der Woche. Mehr gab es gar nicht, aber wir haben noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Artischatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Prime. Nein, das wollte ich euch zeigen, weil ich bin Prime-Sammler und Liebhaber. Das ist auch kein Sponsor, das ist auch keine Werbung. Aber schaut mal, wie die Flasche Prime hier aussieht in der Werbung. Richtig genial. Und dann, wenn Leute die bei eBay verkaufen, wie die wirklich aussieht. Das ist schon richtig fies und brutal. Das Ding kostet trotzdem 300, 400 Euro. Das ist eine der seltensten Prime-Flaschen jetzt, die man haben kann. Zusätzlich mit der, aber die ist nicht ganz so brutal. Die andere ist brutaler. Die sieht wenigstens fast so aus, wie sie aussehen soll. Weil der Deckel statt weiß ist halt pink. Warum auch immer. Aber irgendwie passt das. Aber hier habe ich gedacht, oh mein Gott. Da bin ich nämlich gerade auf der Jagd, diese zwei Flaschen zu ergattern. Drückt mir den Daumen, wünscht mir Glück, die Prime-Sammlung muss wachsen. Und das, scheiße, ist immer noch nicht der Schocker der Woche, denn das war das super Angebot. Was mich geschockt hat, dass es Samyang für einen Cent gibt, einen Cent. Du durftest aber nur 5 Packungen nehmen, das habe ich auch im Community-Tab geteilt. Und weiter geht's mit dem wirklich, jetzt aber wirklich versprochenen Schocker der Woche. Der kommt von 07 Bacco. Also nicht er, aber ein, ich muss mal gucken, ob ich es überhaupt lesen kann hier unten. Ein Local aus OB, sauber und diskret, hatte einfach keine Bälle mehr. Das ist das wahre Schockierende, was man da sieht. Erstmal denkt man, cool, Shiny Galazapdos, Glückwunsch, richtig genial, super. Aber er konnte es nicht fangen. Da ist eine Null, da hat absolut keinen Ball mehr. Ich habe gedacht, wo ist der Meisterball? Hat er vielleicht noch nicht freigeschalten? Oder schon Verbrauch für die normalen? Dann sagt man schon, die Shinies, die können nicht fliehen, die sind drin. Macht euch keine Sorgen, aber wenn du dann keine Bälle mehr hast, dann ist der Ofen aus. Das war der Schocker der Woche. Shiny Galazapdos, aber keine Bälle, um es zu fangen. Das war das Halloween-Special. Das ist Halloween. Das ist Sören. Sören ist aus. Sören bleibt aus. Wir werden Sören nie wiedersehen. Sören muss weg. Grüße an Sören. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses und Halloween. Was? Happy? Happy Halloween, genau. Happy Hippo und Wien ist auch noch dabei. Grüße an Alexander Ahringer. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.